Heute sprechen wir darüber, wie man eine effektive Lernroutine entweder entwickeln kann, beziehungsweise die, die man schon hat, auch verbessern kann. Und das Gute an der Sache, es hilft nicht nur beim Lernen von Tierphysio-Themen, sondern auch bei anderen Themen. Los geht's. Hey, ich bin Claudia, Lerncoach und Dozentin für Tierphysiotherapie. Und es soll hier nicht nur um die Anatomie des Bewegungsapparates gehen, sondern auch darum, wie man das eigene Lernen verbessern kann oder überhaupt erstmal wieder ordentlich damit anfangen kann. Und deswegen gibt es heute 5 Lerntipps zum Verbessern der eigenen Lernroutine. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Tipp kann dir da wirklich helfen, obwohl sie ganz einfach sind. Tipp Nummer 1: feste Lernzeiten einplanen. Mach dir wirklich einfach regelmäßige Lerndates sozusagen mit dir selber, die auch möglichst immer um die gleiche Uhrzeit sind, auch immer wieder an denselben Tagen, weil so etablierst du einen Lernrhythmus und stellst dich schon darauf ein, hey, montags von 15 bis 16:30 sitze ich an meinem Schreibtisch und da lerne ich. Und nein, es muss nicht immer nur der Schreibtisch sein, variier da auch gerne, aber versuch da so einen Lernrhythmus reinzukriegen, weil dann wird das Ganze einfach normal und der innere Schweinehund schrumpft dadurch ein klein wenig. Deswegen, damit kannst du dieses endlose Lernen einfach vermeiden, weil du feste Zeiten hast. Tipp Nummer 2: such dir einen ruhigen Lernort. Der sollte zum einen gut beleuchtet sein, aber auch wenig Ablenkung bieten, weil dadurch kannst du dich natürlich ganz fokussiert auf dein Thema konzentrieren. Und wenn du dich bestenfalls sogar noch sehr wohl fühlst an diesem Ort, fällt das Lernen nochmal leichter. Tipp Nummer 3, Pausen nicht vergessen. So viele vergessen die Pausen und lernen und lernen und lernen und trinken einmal kurz einen Kaffee dazwischen oder einen Tee oder einen Schokoriegel. Aber Pausen sind unheimlich wichtig. Zum einen festigen sie das ganze Gelernte nochmal, weil man unterbewusst immer noch weiterarbeitet sozusagen. Und zum anderen fördert es natürlich die Konzentration. Weil wer kennt es nicht, wer mal so 2, 3 Stunden am Stück durchgelernt hat und danach nur eine Viertelstunde spazieren gegangen ist mit dem Hund oder vielleicht auch mal eine Stunde im Stall war und dann zurückkommt, man hat einfach da ganz neue Möglichkeiten, sich zu konzentrieren und sich auf Themen einzulassen. Also wichtig, Pausen nicht vergessen. Tipp Nummer 4. Variier mit deinen Lernmethoden. Was heißt das? Du denkst vielleicht, Lernmethoden, ich kenne gar nicht so viele. Du wirst gleich sehen, du kennst sogar einen ganzen Haufen. Das heißt, wie kannst du da variieren? Lies dir einen Text durch und markier dir Dinge, ja, mit einem Textmarker zum Beispiel. Oder fang an, dir Notizen zu machen. Ist schon wieder eine andere Lernmethode, ist ein anderer Kanal, den du nutzt. Oder schreib dir auch Zusammenfassungen. Nicht nur einfach Notizen machen, sondern einfach mal alles durchlesen und dann selber so eine kurze Zusammenfassung erstellen. Die kannst du wiederum auch als Mindmap zum Beispiel darstellen. Das Ganze wird dann einfach visueller und dadurch sortiert sich auch nochmal alles ein bisschen anders, wie wenn du einfach nur schriftlich eine Zusammenfassung erstellst. Zwischenrein auch, guck mal ein Video, machst du ja gerade, sehr gut. Oder auch, lass praktische Übungen mit einfließen. Überleg dir einfach mal 2, 3 Muskeln, wie verlaufen die? Informier dich da, nimm dir vielleicht auch eine Zeichnung mit und dann geh an den Hund oder geh ans Pferd und überleg dir, hey, wo würde denn der hier jetzt am echten Objekt sozusagen verlaufen? Palpier vielleicht auch mal. Auch dadurch festigt sich das Ganze nochmal mehr. Und Tipp Nummer 5, was wirklich bei keiner Lernroutine fehlen sollte, das ist der Teil zum Wiederholen. Durch Wiederholen werden einfach diese ganzen Themen gefestigt. Du festigst also zum einen diese Inhalte, die du gelernt hast. Das machst du aber tatsächlich sogar auch nachts, ja, also auch da wiederholst du, aber auch aktiv natürlich nochmal wiederholen. Mach dazu auch Übungsaufgaben, ja, frag dich selber ab. Und was auch noch wirklich ein toller Tipp ist, überleg dir mal selber Übungsaufgaben, die du dann zum Beispiel an eine Kommilitonin oder eine Mitschülerin weiterleitest oder ihr tauscht euch da vielleicht gegenseitig aus, weil selber Übungsaufgaben zu stellen und zu erstellen und sich zu überlegen, wie bringe ich den anderen dorthin, damit er auf die Lösung kommt, das ist auch nochmal was, was wirklich das Lernen grundlegend ändert und einen ganz, ganz neuen Blick auf die Inhalte wirft. So, jetzt hast du 5 Tipps beieinander, um deine Lernroutine entweder erstmal zu entwickeln oder zu verbessern. Wünsche ich dir viel Freude damit und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Nächstes Mal wahrscheinlich wieder zum Thema Anatomie des Bewegungsapparats. Bis dahin, ciao, ciao.